Ostmission verlassen hatten, durchsuchten wir die Lager auf dem Weg. Ich dachte, ich wüsste schon, wie Grausamkeit aussieht. Ich wusste gar nichts. Aber eins ist sicher. Ich werde diesen Anblick nie vergessen. Die Überlebenden sagten, man hätte die anderen Kriegsgefangenen, zu denen auch Sassmann gehörte, in ein kleineres Lager 3 Stunden östlich gebracht. Ich konnte nur hoffen, dass er noch lebte. Das Letzte. Sieht mir nach Arbeitslager aus. Na los. Ich finde, hier sieht's verlassen aus. Brennt noch. Wir müssen gerade weg sein. Da drüben ist eine Baracke. Sehen wir uns. Sehen Sie sich das mit Style Simon Yellow? Wir nach. Das waren unsere Leute. Hol die Kamera raus. Die Welt muss es erfahren. Sie mussten dahin vegetieren wie Tiere. Wie es aussieht, gab es hier nichts als Prügel, Knochenarbeit und Hungerration. Hier drüben. Die Nazis haben unsere Leute kaltblütig ermordet. Kein Feuer der Welt macht das ungeschehen. Ich schätze, hier wurde ein Exempel statuiert. Abgeschlachtet. Alle, die zu langsam waren. Daniels, hier drüben. Daniels, das müssen Sie sehen. Die Spur führt zu den Feldern. Da wurden Sie hingetrieben. Dann ist das unser Ziel. Erwarten Sie nicht zu viel, Corporal. Es war ein Versprechen an Sassmann. Wir finden ihn. Ob wir ihn lebend finden, ist was anderes. Sergeant, ich gehe vor. Sassmann! Oh! Schneller! Red! Red, erschieß ihn! Es ist wie ein Teufelskreis. Was ich getan habe. Was ich hätte tun sollen. Als ob mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet hat. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Ist dort im Schnee gestorben. Und nur weil ich nicht. Verdammt, ich komme, Sassmann. Du wirst nicht sterben, Bruder. Nicht jetzt, nicht heute. Sassmann!
Tasman! Hören Sie! Bewegung! Los! Vorbei. Ich träume wohl. Was ist geschehen? Ich dachte, wir bleiben zurück. Und ich sterbe hier ganz allein. Hier, trink. Schön langsam. Du hast immer auf mich aufgepasst. Und irgendwie auch heute. Es gibt nämlich nur eins, was dich auf dem langen Marsch antreibt. Und das sind die Brüder, die bei dir sind. Die Geschichte rief, und sie folgten. Von überall her zum Kampf für Frieden und die Freiheit. Ich danke ihnen. Und die Welt dankt ihnen. Und wo immer sie auch sein werden, sie gehören für immer zu einer Bruderschaft von Helden. Das war's, Freunde. Sassman wollte, dass du den kriegst. Ja, du brauchst ihn mehr als ich. Wegen Junior. Hast du wohl kein Vertrauen? Ja, das wird schon. Gentlemen. Queens! Der verlorene Sohn kehrt heim! Und, kommst du zurecht? Ich gehe noch mal zu Sassman. Sergeant. Kehren Sie jetzt heim? Ich bin daheim. Wollen Sie nicht auch bleiben? Ich vermisse Texas schon viel zu lang. Alles Gute, Bauernjunge. Danke. Und wenn mein Sohn fragt, wo ich war, sage ich, ich war bei der Ersten. Und dem irren Bastard Pierce. Hm. Gar kein Ausdruck. Falls du mal nach Chicago kommst. Sehr gerne. Oder vielleicht überrasche ich dich zuerst in Longview. Du wärst willkommen. Weißt du, als sie uns mitnahmen, raubten sie uns nicht nur die Freiheit. Auch wenn wir zusammen waren, waren wir doch allein. Es ging uns nur ums Überleben. Aber du hättest als Held heimfahren können. Warum bist du es nicht? Ich sah dieses Leben. Ich konnte es nicht. Bis zum Schluss. Der Traum war anders letzte Nacht. Diesmal kamen wir nach Hause. Zusammen. Ich höre immer noch die Wölfe, Paul. Manchmal sehe ich sie sogar. Du brachtest mir bei, sie abzuwehren. Darum gehört das dir. Weil ich durch dein Opfer lernte, dass ein Held alles riskiert für seinen Bruder. Und für mich bist du beides.